respect to all the gunman dem. Gunman alone keep gunman friend. Fire burn fi all the informer dem. Informer alone keep no police friend. Respect to all the gunman dem. Mr. Anderson. Wayne, wie geht's dir, mein Freund? Nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Mr. Andy, das ist mein Freund Bix. John kennen Sie ja schon. Also, was kann ich tun, um die Lage zu entschärfen? Ich will nicht, dass Sie und Officer Lang aufeinander losgehen. Mr. Andy, nur damit das klar ist, legen Sie den Kerl an die Kette. Der Typ soll sich zurückhalten. Er wusste, dass Blacker mein Bruder ist. Er hätte ihn nicht umlegen dürfen. Ist ja gut. Was soll ich jetzt machen? Was mit Ihrem Bruder tut mir wirklich leid. Aber er war ein verrückter Kerl, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Mr. Andy, er war mein kleiner Bruder. Und außerdem will uns Lang ins Geschäft pfuschen und das kommt überhaupt nicht in Frage. Wayne, die Wahlen stehen vor der Tür. Und ich kann es mir nicht leisten, dass in meinem Wahlkreis das Recht mit Füßen getreten wird. Sie müssen sich an die Regeln halten, Wayne. Und was soll ich Ihrer Meinung nach tun, Sir? Wie Sie wissen, habe ich ziemlich gute Kontakte zur Botschaft. Sie müssen Jamaika verlassen. Ich besorge Ihnen und Ihren Freunden die Visa. Sie verlassen die Insel und kühlen sich erstmal ab. Ich will diesen Stress nicht. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Das Wohl unserer ganzen Gemeinde hängt von mir ab. Mr. Andy, Sie wissen, ich respektiere Sie. Aber ich werde Jamaika ganz bestimmt nicht verlassen. Im Moment läuft's richtig gut für mich in Jamaika. Nein! Wayne, es liegen keine anderen Vorschläge auf dem Tisch. Es liegen keine anderen Vorschläge auf dem Tisch? Wollen Sie mir erklären, Sie können Lang nicht zurückpfeifen, ihm sagen, er soll seinen Posten räumen? Wayne, bringen Sie mich nicht in Verlegenheit. Oh, Mr. Andy, ich habe das Gefühl, Sie wollen nicht verstehen, was ich sage. Sie wollen das nicht mit meinen Augen sehen. Und ich habe das Gefühl, Sie respektieren mich nicht. Wissen Sie was? Wir brechen die Unterhaltung ab. Wayne! Detective Lang, hier ist Patrick Anderson, der Abgeordnete. Nicht gut. Detective, wir haben beide ein gemeinsames Problem. Sein Name ist Wayne. Sie kennen ihn ja, Sie haben seinen Bruder erschossen. Und jetzt ist er dran. Sie finden ihn unten am Waterhouse, immer nach Einbruch der Dunkelheit. Und Detective, sorgen Sie dafür, dass dieses Problem ein für alle Mal erledigt ist. Polizei! Polizei! Was ist das denn? Sind Sie verrückt geworden? Pass auf! Arsch, weg hier! Mr. Lang, nicht schießen! Ich bin doch nur ein DJ, mein Mr. Namen Lang! Will ich nicht nochmal aus deinem Scheißmaul hören! Wenn die Krieg wollen, dann sollen sie ihn verdammt nochmal auch kriegen. Wir zeigen ihnen, wer die echten Gangster sind. Yo. Das bringt uns nicht viel weiter, Wayne. Wir müssen irgendwann damit aufhören. Wenn wir nicht irgendwann damit aufhören, sind wir am Ende alle tot. Wir müssen nach Miami, damit wir ein paar von diesen Monster-Drogendealern abziehen können. Hast du verstanden? Echte Gangster nehmen keine 9 bis 5 Uhr-Typen oder arme Säcke aus. Ja, Mann, Amerika, da gehören wir hin. So viel ist sicher. Weißt du was?
Ich rufe jetzt diese Drecksratte von Politiker an. Ja, der soll uns Visa besorgen. Wenn wir die haben, können wir den Wichser von mir aus umlegen. Wir machen ihn platt. Ja. Yeah. Büro von Mr. Anderson. Hallo, guten Tag. Kann ich bitte mit Mr. Anderson sprechen? Darf ich fragen, wer Sie sind? Sagen Sie, mir ist Detective Lang. Mr. Andy, hier ist nochmal Detective Lang für Sie. Wurden 7 Gangmitglieder getötet? Detective Lang? Ich sehe schon den ganzen Tag über Nachrichten, aber keiner von den 7 Leichen war unser spezieller Freund Wayne Smith. Diesmal haben Sie es echt verkackt, Mr. Anderson. Diesmal haben Sie es echt verkackt. Wayne, Sie wissen doch, dass das Ganze bloß ein Missverständnis ist. Wir können darüber reden, mein Freund. Es gibt einen gottverdammten Scheiß, darüber zu reden, Mann. Sie und Ihre Polizeifreunde haben gestern versucht, mich umzulegen. Die haben 7 von meinen Freunden umgebracht. 7 Männer, die Morde begangen haben, um sie an die Macht zu bringen. Und jetzt wollen Sie reden? Reden? Verdammte Scheiße, die einzigen, die jetzt noch reden, sind unsere Kanonen. Hören Sie, ich habe Ihnen gesagt, ich kann Ihnen Visa besorgen, hm? Der Deal steht immer noch, okay? Sie haben 48 Stunden. Wir brauchen 3 amerikanische Visa. Alle notwendigen Informationen kriegen Sie in der nächsten Stunde zugefaxt. Ich kümmere mich höchstpersönlich darum. Und keine Tricks mit mir, Mr. Anderson. Wir haben Leute vor der Schule Ihres Sohnes postiert. Und welche vor Ihrem Haus, die nur darauf warten, Ihre Frau zu ficken. Und auch welche vor Ihrem Büro, klar? Wayne, Sie haben mein Wort. Wir bringen die Sache zu einem guten Ende. Hallo, Wayne? Wayne? Jetzt lassen Sie sie laufen, Wayne. Wie sehen die aus? Bereit? Okay. Das war für meinen kleinen Bruder Blacker, verdammter Wichser. Du hast eine kleine Maus. Was wollt ihr hier? Kurze Anfrage. Wer führt hier den Laden? Oh, Gassi. Scheißen sich vor Angst in die Hose. Kommt dauernd ans Fenster gerannt. Na, was brauchst du, Bruder? Kommt drauf an, Killer. Was hast du denn so? Bisschen von allem. Oh, Scheiße, das gibt's doch nicht. Die Gangster sind wieder da. Spring rein, Gassi. Ja, gehört, Gassi, du hast hier einen Grashandel aufgezogen? Ja, Gassi hat seinen Grashandel. Ich dachte, ihr Nigger hockt auf Jamaika am Strand und schlürft eure Martinis. Was führt euch hierher? Wir sind hier, um uns zu holen, was uns zusteht. Gassi, wir werden die Nummer hier übernehmen. Mann, Biggs, ich weiß ja nicht, wie Teddy Bruckshot dazu stehen wird. Wer? Du kennst Bruckshot, Teddy. Der alte Teddy von damals. Ihm gehört Miami. Der Typ hat hier das Sagen. Nigger wie wir müssen wieder 10er-Packs mit Gras verkaufen. Teddy kontrolliert alle großen Lieferungen. Ist wahr? Und wo können wir ihn finden? Keine Ahnung. Er ist mittags mit seiner Gang in mein Junes Restaurant. Okay. Dann werden wir Mr. Bruckshots mal einen Besuch abstatten. Was sagst du dazu? Alles klar. Aber du musst uns noch ein bisschen was rüberreichen, Gassi. Ich weiß, wie das läuft, Gangster. Ja? Na klar, Alter. Hey, Biggs, wer ist der Verrückte? Max. Lass ihn los, Max. Max, er ist cool. Wir besuchen dich wieder. Leg das ein, Wayne. Nächstes Mal stellst du uns ein Paket zusammen. Ich weiß, wie das läuft, Gangster.
Wir sehen uns wieder. Ja, ich sag dir. Bringen wir was ins Laufen. Schon verstanden, schon verstanden. Ein richtiges, schönes, fettes Paket, ist klar, was ich meine? You can hit gangsters and make us fall. That's what I'm saying to you. Gangsters always strong. We're standing tall. Stehen ein paar brauchbare Kisten rum. Yes, sir, yes, sir. Ich hoffe, der Nigger ist da drin. Wenn Gassi sagt, er ist hier, dann ist er hier. Gassi kennt sich aus. Okay, wir ziehen das so durch. Ihr bleibt hier, ich sehe mich da drin um und komme wieder. Ja, Gangster. Wir sollen ruhig mitkriegen, dass wir wieder da sind. Die Spielzeit ist um. Ich habe 50 Cars in South Beach, die musst du für mich abholen. Nimm Chico mit. Geht klar. Oh ja, weiter komm mit. Dann kriege ich mein Zeug heute Abend? Das klären wir beide später, Daniels, okay? Teddy, ich find's leid, dass du mich dauernd hinhältst. Ich brauch meinen Shit, okay? Ich hab gesagt, wir reden später darüber. Immer scheiß später. Ich will haben, was mir zusteht, Boss. Scheiße, verdammte. Seht mal, wer wieder da ist. Der King von Miami. Zumindest war er das mal. Was geht, Big Man? Huh? Big Man. Keiner bewegt sich. Los, da rüber an die Banden am Backturn. Was ist los? Auf den Extra-Einladung. Los, los, los. Hände hinter euch. Scheiße, ab. Was wird das, du Arschgesicht? Hä? Macht schon, macht schon. Aber ich... Alter Penner. Cool bleiben, Jungs. Ganz Wand. Cool bleiben. Endlich's Maul. Was soll das? Verarsch mich bloß nicht. Verdammte Scheiße, was wird das hier, Wix? Was hast du vor? Wir haben eine Message für dich, du Penner. Was für eine Message hast du für mich? Die Spielzeit ist um. Ich bin verdammter Gangstermann. Fick dich, dein dämliches Gequatsche von wegen Spielzeit ist um, hä? Ja, hab verstanden, hab verstanden. Also, was willst du von mir? Von allem etwas. Wie meinst du das? Von jedem Deal, den du abziehst. Das bedeutet, wenn du ein Kilo Kokain verkaufst, gehört die Hälfte mir. Und wenn du verdammter Nigger einen 5-Dollar Grasbeutel verkaufst, gilt das Gleiche. Was soll denn das werden, Biggs? Willst du mich etwa ermessen? Bist du voll Banane? Hä? Das heißt erpressen, du dämlicher, verdammter Schwachkopf. Außerdem bist du ein Dealer. Wie willst du dich da wegen der Erpressung beschweren? Hä? Sag schon was. Verdammt nochmal, sag schon was. In Ordnung. Bist du sicher? Ja, sicher. Gut. Sag deinen verdammten Schwachköpfen, sie sollen sich verdammt nochmal hinsetzen, bevor wir dir ein Ding verpassen. Wir wollen doch nicht, dass noch Unschuldige verletzt werden. Verpiss dich! Schweinearsch! Yo! Erzählt es weiter. Die echten Gangster sind wieder im Land. Nur damit das klar ist. Und du, Dangles. Du warst lang genug hier, Soldat. Ich mach dir ein Angebot. Wir suchen Soldaten. Ruf doch mal an. No, it's a ring. In a me here, it's a ring. It's a ring. In a me here, it's a ring. No, each and every day we have a people crying. Cannot feel the end, that's cannot feel the subtle in me. Father John, by your pen, they keep me head inserting. No, living in Jamaica is a wonderful thing. Not the food and water when the sun is shining. But all over the world, people is suffering. They don't know where to turn and to make a living. Ambitious look like we have been if I'm hustling. We not turn a TV, prefer to some selling. Sell out of the mud and buy a but we still a try a thing. Now it's a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Don't be holding the microphone like a damn safety pin. You trip me with that pincher, I go charge you for sin. We got to be conscious in this world we living in. Some boy know what it is when they fall off a shin. I'm married to them girl and give a pretty red wing. And when the wedding done and them no have no farting. It a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time, both you is calling. Go to school, jam and I see what you can win. Like Michael McCallum, I'm in a boxing. Hey!
Hallo, wer ist da? Teddy Bruckshot? Hey, was geht?